is Berlinstruck. Die Chaos-Theorie ist Berlins erste vegane Cocktailbar, klein, fein und lecker, und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Neben mir steht die Jule von der Chaos-Theorie und ich bin jetzt eigentlich erstmal so richtig gespannt zu hören, wie man auf die Idee kommt, eine vegane Cocktailbar zu eröffnen. Also das gab es halt noch gar nicht. Also vegan kennt man, war schon viel da, Restaurants und Cafés oder so. Und vegane Cocktailbar gab es halt gar nicht. Und oft stellt sich halt die Frage, ja, was sind Cocktails nicht sowieso vegan? Aber man muss halt irgendwie auf die Säfte achten, ob die mit Gelatine geklärt sind. Und klar, die sahnigen Cocktails, da findet man dann eine Alternative. Das heißt, ihr seid die einzige vegane Cocktailbar in Berlin? Ich glaube schon. Also mittlerweile weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber wir waren auf jeden Fall die Erste. Und wir haben es gegoogelt, bevor wir aufgemacht haben. Wir waren wohl auch die Erste Deutschlands und auch weltweit, wobei das weiß man halt nicht. Aber also erste vegane Cocktailbar überhaupt. Also historischer Boden, auf dem ich hier stehe. Chaos-Theorie, kommt es denn auch daher, dass es so viel Chaos und so viel Arbeit macht, überhaupt erstmal zu schauen, wie man einen veganen Cocktail kreiert? Oder wie seid ihr darauf gekommen? Also der Name hat halt gepasst auf jeden Fall, weil also ich bin eine Chaotikerin durch und durch. Und also es passte dann irgendwie auch wie die Faust aufs Auge, weil wir haben den Laden gefunden, gemietet und 5 Tage später haben wir aufgemacht. Und das war natürlich auch ein Riesenchaos, aber es hat doch ganz gut funktioniert. Und die ganzen Kreationen, habt ihr vorher schon wild rumgemixt oder war es wirklich eher so, okay, ihr wollt was Veganes machen, alles andere gab es schon, aber noch keine vegane Cocktailbar und dann habt ihr euch in das Projekt gestürzt? Ja, genau, so war das eigentlich. Also vegane Cocktailbar und dann, was gibt es für Cocktails? Also die Standards natürlich, dann hatte jeder halt irgendwie noch ein paar andere Sachen im Kopf, was man normal kannte. Dann haben wir es veganisiert sozusagen und seitdem gibt es eigentlich jede Woche irgendwie einen neuen Cocktail dazu. Das hört sich jetzt total lecker an, deswegen würde ich eigentlich gerne mal einen probieren. Kannst du mir mal was zeigen, euren Cocktail of the Week oder euren Bestseller? Klar, auf jeden Fall. Also wir haben unsere Hauscocktails, die Pussys. Das klingt vielleicht erstmal schräg. Und wir haben da verschiedene Variationen, also Captain Pussy oder Bloody Pussy, Virgin Pussy. Also kann man natürlich viel mit spielen. Das ist so entstanden, wir hatten einen Cocktail, der hieß Loch Ness und der war mit Whisky und Limette und Rohrzucker so ein bisschen Soda und den Mädchen war das immer irgendwie zu doll dann haben wir uns gedacht, na, machen wir was für die Mädchen, auch zuerst mit Whisky und dann haben wir noch ein bisschen Sirup mit reingemacht und ein bisschen Mangosaft und dann war es halt ein Pussy Nessie. So, und dann haben wir uns gedacht, gut, wenn das mit Whisky schmeckt, dann schmeckt das vielleicht auch mit Wodka und Gin und Captain Morgan. Und so ist das halt entstanden. Okay, dann bekomme ich jetzt auch einen Pussy-Cocktail, damit ich später überhaupt noch weiter moderieren kann. dann mixe ich dir einfach mal unseren Bestseller, den Captain Pussy. Auch mein Lieblingsdrink im Moment. Bin ich mal gespannt. Die Säfte sind auch alle vegan oder woran, ja. Woher weiß ich, dass die vegan sind? Da haben wir uns vorher informiert natürlich. Das hier ist jetzt Happy Day. Ansonsten benutzen wir auch noch Becker's Besta. Der große Moment. Danke ich dir. Na, sehr gerne. Es war schön, nüchtern für euch moderiert zu haben. Das ist der große Moment. Sehr gut. Und ich weiß jetzt auch, was du damit meinst, dass man den Alkohol nicht mitbekommt. Ja, also hast du gesehen, was da reinkam? Also wir haben da ja ordentlich was reingekippt. Und dadurch, dass es ganz gut aufeinander alles abgestimmt ist, schmeckt man nicht dominant den Alkohol heraus, aber ist halt ordentlich was drin.
Ich sag euch, das ist gefährlich. Man merkt es wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, das kann man jetzt, ich weiß nicht, wie viele davon trinken und dann schafft man es nicht mehr heile hier raus. Gibt es denn was zu essen hier auch bei euch, damit man da irgendwie gegenwirken kann? Ja, also wir haben gefüllte Toast und Croissants. Und donnerstags haben wir Döner. Dönerstags. Ich danke dir und ja, ich lasse es mir dann jetzt noch schmecken. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Bis dann und cheers. Ich bin Leila Müller und ich bin mit Tipster.tv unterwegs für Berlin Struck. Wir sind heute im Cassiopeia, um die Band Trümmer bei ihrem Konzert zu begleiten und ein kleines Interview mit ihnen zu führen. Ich glaube, es wird echt cool und wir gehen einfach mal rein. Ja, ich bin Paul, ich singe und spiele Gitarre bei Trümmer. Ich bin Tamo, ich spiele Bass bei Trümmer. Hi, ich bin Max und ich spiele Schlagzeug bei Trümmer. Wie lange gibt es euch und wie habt ihr euch zusammengefunden? Also die Band gibt es so seit 2,5 Jahren etwa und wir haben uns auf einem Festival kennengelernt in Hamburg und ihr beide habt euch dann auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Max war irgendwie kurz davor nach Hamburg zu ziehen und Tamo meinte dann irgendwie so, ja ey, wir brauchen unbedingt einen Schlagzeuger, weil ich habe am Anfang noch Schlagzeug gespielt und so hat sich das dann ergeben. Dann haben wir zusammen geprobt und hatten bei der ersten Probe dann schon tatsächlich einen Song fertig und dann haben wir so weitergemacht, so. Irgendwie. Eure Musik erinnert uns ein wenig an den Indie-Pop-Stil von Arctic Monkeys. Ist das jetzt ein Vergleich, aus dem ihr euch rausziehen wollt? Oder wie würdet ihr eure Musik beschreiben und welche Künstler haben euch so inspiriert? Ich glaube, jeder Vergleich mit einer englischen Band freut uns irgendwie gerade sehr, weil irgendwie, wenn man deutsche Texte hat irgendwie und deutschsprachige Musik macht, so kommen halt meistens einfach Vergleiche mit deutschen Bands, so, wo man dann oft das Gefühl hat, so musikalisch passt das aber überhaupt nicht. Damit hat man eigentlich nichts zu tun. So. Und alles, was dann irgendwie aus diesem Referenzrahmen irgendwie ausbricht, ist eigentlich immer ganz gut. So. Außerdem haben die Arctic Monkeys ja mit der letzten Platte ein Knallerwerk hingelegt, also von daher ein sehr schöner Vergleich. Naja, also so die Musik entsteht eigentlich meistens am Proberaum. Also es gibt, glaube ich, auf der Platte 3-4 Stücke, die sind und stand, dass jemand mit dem Riff ankam und dass wir darauf den Song aufgebaut haben. Aber eigentlich ist es eher so ein Jam, woraus sich dann der Song rausschält. Und die Texte schreibt halt Paul. So, und kommt dann an und stellt die uns vor und dann sagen wir, ob wir es gut finden oder nicht. Und meistens, oder eigentlich immer, hatten wir darüber einen Konsens, dass wir das so auf der Platte haben wollten. Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, jetzt alles auf Deutsch zu schreiben? Ich finde irgendwie auf Englisch Texten unangenehm, weil man einfach gar nicht die Präzision der Sprache erreichen kann. Also ich könnte mich in Englisch nicht so ausdrücken, wie ich es im Deutschen mache und das wäre dann immer so ein bisschen unbeholfen und so. Also deswegen, man singt halt die Sprache, die man am besten, wenn man sie am besten ausdrücken kann. Oh,
ziemlich drauf. Ja. Das ist irgendwie so, was Paul vorhin meinte. Irgendwie, wir haben jetzt ein Album in der Hand und gehen damit auf Tour. Wir wissen, dass wir jetzt touren. Wir touren im Frühjahr. Wir touren mit Helge. Das ist der Mann, der da hinten sitzt und der unsere Platte aufgenommen hat und der so viele tolle Gitarrenriffs eingespielt hat, dass wir gesagt haben, du musst dabei sein und du musst es mitspielen. Ja, es ist für uns ist einfach dieses Album halt das Statement der letzten zwei Jahre. Alles, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, gedacht haben, gefühlt haben, ist auf dieser Platte. Und wir hoffen, dass wir das so gut wie möglich da drauf gepresst haben und dass das auch ankommt bei Leuten, dass die sich da irgendwie drin wiederfinden können. So, und dass das nicht nur bei uns bleibt, sondern dass man das abgibt an andere und dass sie da Spaß und Freude dran haben. Das ist halt die große Erwartung dieser Platte. Ne? Oliver Rath hat eingeladen und die Berliner Bohème ist erschienen. Für viele war es das Berlin-Ereignis 2014, die Buchveröffentlichung Berlin Bohème von Oliver Rath. Über 500 Gäste feierten in der Humboldt-Box den neuen Superstar am deutschen Fotografenhimmel und kaum ein Fotograf polarisiert so sehr wie Oliver Rath, von den absoluten Die-Hard-Fans bis hin zu harschen Kritikern. Die Laudatio hielt Olli Schulz vor jubelnden Fans und Promis wie Natalia Avellon, Sven Martinek, Nils Ruf, Michaela Schäfer, Rainer Meifert, um nur so ein paar zu nennen. Um das Ganze in Oliver Rath-würdige Szene zu setzen, gab es Tänzerinnen aus dem Kit Kat Club, als auch Gassenhauer-Sänger Henry de Winter und so einiges mehr. Zum ersten Mal wurden auch Olivers gemalten Bilder präsentiert, die er mit Airbrush-Technik in Schwarz-Weiß gemalt hat. Es ist sehr beeindruckend, mit welcher Natürlichkeit Oliver Rath die Grenzen von Trash und Schickeria verbindet und dabei seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Tipster TV ist auf jeden Fall Oliver Raths Truck. Hi, this is Leila Mueller for Tipster TV. We are about to meet the organizers of the very first Berlin Alternative Fashion Week. And we are going to chat about what many call the fashion event of 2014 in Berlin. So let's go inside and meet those guys. So the very first Berlin Alternative Fashion Week was a huge success. Were you surprised by that? I would like to say I'm not surprised, but we were surprised at the feedback, down to the designers, down to our production teams, and it was a family, you know, and this family was very tightly knitted on the run up to this show, and that kind of showed across in the show. Yeah, I mean, it was fantastic. So what was the motivation and idea behind the Berlin Alternative Fashion Week 2014?
personally, I'd been talking with other directors at Fashion Weeks, and we were saying and looking at the main Berlin Fashion Week, and we thought, hey, how can we make something that represents the designers in Berlin and give them a more creative freedom? What does alternative mean for you? What do you want to support with this? So when we say the word alternative, a lot of people think alternative in the way of we're speaking goth, punks, hippie, gypsy kind of movement. Alternative is basically anything that's not mainstream. There's a lot of alternative things that are beautifully created, that are kind of couture, that are really, really aesthetically pleasing, but they're still alternative, so we want to get more towards that. We want to give all the designers basically the creative freedom to choose to showcase their garments the way they want to showcase them, with the models they choose, if they want to use transgender models, if they want to use tattooed models, weirdly sized models, their work just the way they want it, just the way they want to represent it, basically. So basically an honest way with no boundaries whatsoever when it comes to how to showcase it. We're bringing the alternative concept through, and we're creating this show that, you know, represents the Berlin aesthetic. We choose the designers that can tell a story. If you look at Tzuji, he'd done his collection, it was called Save the Humans, so it kind of like told a story of how the movement of fashion can change the human society almost, and sort of what we need to look for in the future within fashion. And Phoebe Hess creates clothes that block out, like when you take photos of the clothing, it blocks out by flashing back at the camera. So it's kind of like an anti-paparazzi clothing. So we're telling stories through the clothing and making people happy. Some of the big showstoppers, I suppose, that people really, really laughed and got really excited about was maybe the actual end show, which was Andrei Bartnev. It's these colorful costumes, the big balloons, and that kind of, everyone walked out of Evac like, wow, that's something different for Berlin. And of course I want to know, what was the funniest moment of the Berlin Alternative Fashion Week? One of our designers, Andrei Bartnev, we was doing his rehearsals, and in total he needed like 35 people. He had 35 outfits, and the main part of the start of his show, it's these people that stand in the audience and get into these green outfits. So they have to strip naked in the audience. And in the rehearsals, I thought I was going to have to do this for the show. And I was like, I don't know if I'm happy about it being the director being seen by like TV and magazines. But in the rehearsals, the whole team were in the hall watching this. And he was like, right, everyone, get naked, get into your green costumes. So I stood up on a chair, started dancing, got naked. And Andrei Bartnev turned around. He was like, Adam, we don't need you. So I was in front of like my whole team standing there like in my pants, like, okay, I'll get clothed and run outside and hide in the corner for a while and cry. But yeah, that was my funniest moment of the week. As we heard, there's going to be another Berlin Alternative Fashion Week next year. Yeah, so the next one coming up will be the last weekend in March, from the 25th till 29th. Thank you so much, guys, for taking the time to talk to us about the Berlin Alternative Fashion Week 2014. Hallo, Konstantin hier von Tipster TV mit dem Partisan, heute im Suicide Circus in der Revaler Straße. Es ist Mittwochabend und wir sind bei der Well Done Party. Das Suicide hat ja hier in Berlin wirklich eigentlich schon eine lange Geschichte. Wir haben ja dieses Jahr hier eigentlich 20 Jahre SC gefeiert. An diesem Ort sind wir jetzt seit knapp 6 Jahren. Wo seht ihr euch selbst musikalisch? Musikalisch wollen wir uns da nicht hundertprozentig festlegen. Wir haben da House-Partys und richtig schöne Techno-Partys, die angesagten Tech-House-Partys und so weiter. Hauptsache eben wirklich nicht Mainstream und nicht einfach bloß dahergespielt. Okay, und wer hat denn bei euch schon so gespielt oder spielt regelmäßig, hat Residencies? Also Residencies haben wir jetzt mittlerweile wieder viele von den alten Helden auch, Tanit, Wolle, die Martini-Brös, aber auch sehr viele neue Stars wie Oliver Dollar, Squim und so weiter.
Hallo, ich sitze jetzt hier mit der Berliner Partylegende Komet. Komet, wie geht's dir? Was ist der Plan für heute Abend? Was liegt heute Abend an? Ja, mir geht's gut. Wenn es in die Nacht geht, geht es mir manchmal noch besser. Heute bin ich eingeladen von Tipster TV und wir sind unterwegs mit dem Partisan, für den ich auch in einer Kolumne schreibe. Und wenn alles gut geht, werden wir abheben. Das wird nicht in Zentimeter gemessen. Das ist in unserem Herzen. Abheben heißt, wir werden göttlich und wir spüren das schon manchmal vorher. Aber kann auch passieren, dass es 2 Tage nicht passiert. Ich meine, dann bleiben wir 2 Tage auf einer Party, passiert es am 3. Tag. Okay, aber wir hoffen, es wird heute Nacht abgehen. Konstantin hier für Tipster TV mit Berlinstruck. Ich sitze hier mit Matteo Luis von Poesiemusik. Und Matteo zelebriert hier heute sein nächstes Release. Hallo erstmal, Matteo. Hi, schön, dich hier zu haben. Was ist das aktuell für ein Release? Wo erscheint's? Heute ist die Release-Party für meine nächste 2-Tracker, Tell Me Wait Why, die in 2 Wochen auf Well Done Music erscheint. Du hast jetzt hier bis eben aufgelegt. Was ist dir wichtig? Wie baust du so ein Set auf? Worauf kommt es dir an? Im Grunde würde ich sagen, dass der Leitfaden in meinen Sets die Dramaturgie ist, dass ich mir jetzt viel Zeit lasse zum Aufbau und insgesamt eine Geschichte mit meinen Sets erzähle. Das ist für mich so das Wichtigste, dass sich durch alle meine Sets zieht. Und mit wem würdest du gerne mal Back-to-Back spielen, einen Abend lang? Gibt es auch einige Kandidaten, aber was ich bis jetzt hier von Mario gehört habe, finde ich großartig. Vielleicht spielen wir irgendwann mal zusammen. Klar, dir vielen Dank und weiterhin alles Gute und wir sind gespannt auf die nächsten Releases. Jo, Dankeschön. Das war's für heute mit Berlinstruck im Suicide Circus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss.